Ja, schon mal hallo an unsere ersten Teilnehmer. Sie befinden sich hier in der Digitalveranstaltung Gefährdet der Klimawandel die Freiheit? Wege in eine saubere Umwelt. Ja, ein durchaus wichtiges Thema, mit Sicherheit so wichtig wie die Corona-Pandemie. Und das zeigen auch die Interessenten an der heutigen Sendung. Wir haben sehr viele Anmeldungen heute erhalten. Und deswegen warten wir auch noch einen kleinen Moment auf unsere letzten Gäste, die sich hier jetzt gerade noch einwählen. Wir werden auch gestreamt heute, also da kommen auch noch weitere Gäste hinzu. Ja, meine Damen und Herren, jetzt darf ich Sie erstmal recht herzlich begrüßen im Namen unseres Veranstalters, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, des Landesbüros Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Ludger Kersting und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und uns interessiert natürlich auch Ihre Meinung zu diesem Thema. Und um diese herauszufinden, habe ich eine kleine Umfrage vorbereitet mit insgesamt drei Fragen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich daran beteiligen. Und dann würde ich auch schon mal die erste Frage starten. So. Ja, mehr Hitzewellen und Hochwasser, Wasser- und Nahrungsmangel. Können wir den Klimawandel noch eindämmen? Gibt nur zwei Antworten, ja oder nein. Und Sie beteiligen sich auch schon kräftig. Über 50% haben sich schon beteiligt. Ist auch ziemlich eindeutig. Über 70% sagen ja. 25% nein. Jetzt haben wir fast 80%, die sich beteiligt haben. Ja, über 80%. Und dann beende ich auch mal diese Frage. Gebe die Resultate frei. 74% sagen ja und 26% sagen nein. Ja, dann kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Ich starte die Frage. Welche Klima- und Umweltziele bzw. Maßnahmen sind für Sie besonders bedeutsam? Hier können Sie also auch mehrere Antworten angeben. Wir haben da weiterer Ausbau erneuerbarer Energien, mehr Gebäudesanierung, autofreie Innenstädte, Vermeidung von Verpackungen oder Plastik, weniger Reisen oder Fliegen. Und weniger Konsum. Ja, fast über 40% haben abgestimmt. Und jetzt kommen wir fast an die 80%. Ja, da kommt ja noch ein bisschen kommt hinzu. Aber jetzt nicht mehr. Dann beende ich diese Frage und gebe die Resultate frei. Platz 1, 84% weiterer Ausbau erneuerbarer Energien, die Gebäudesanierung mit 62% dabei, autofreie Innenstädte 35%, Vermeidung von Verpackung oder Plastik 73%. Weniger Reisen oder Fliegen 37%, weniger Konsum 54%. So, dann beende ich jetzt diesen Teil hier. Und komme zur letzten Frage, die ich jetzt gerade mal starte. Welcher Aussage stimmen Sie zu? Auch hier haben Sie mehrere Möglichkeiten zu antworten. Umweltabgaben sind allemal besser als Verbote. Der Klimawandel ist nur durch technologischen Fortschritt lösbar. Bewegungen wie Fridays for Future und Greenpeace leisten eine unverzichtbare Aufklärungsarbeit. Und der Klimawandel gefährdet die Freiheit.
Ja, ganz vorne ist der Klimawandel ist nur durch technologischen Fortschritt lösbar. 70% haben jetzt abgestimmt. Ja, wir kommen an die 80%. Und da kommt jetzt nicht mehr groß was hinzu. Dann beende ich jetzt auch diese dritte Frage. Ja, 69% sagen, der Klimawandel ist nur durch technologischen Fortschritt lösbar. Das ist die höchste Prozentzahl. 40% der Klimawandel gefährdet die Freiheit. Und dann die Bewegung Fridays for Future, Greenpeace leisten gute Arbeit, sagen 43%. Und Umweltabgaben sind allemal besser als Verbote, 47%. Ja, meine Damen und Herren, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier beteiligt haben an der Umfrage. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie sich auch weiterhin in die Sendung mit einbringen. Und das können Sie tun, indem Sie schriftlich Fragen stellen. Da haben wir die in der Menüleiste F&A Fragen und Antworten, die Sie eben schriftlich stellen können an unsere Experten. Und die Fragen werden etwa eine Viertelstunde vor Ende der Sendung beantwortet. Bitte fassen Sie sich dabei kurz und nennen Sie auch nach Möglichkeit den Adressaten Ihrer Frage. Ja, das war es jetzt auch schon von meiner Seite. Ich wünsche uns jetzt allen viele neue Erkenntnisse und übergebe jetzt das Zepter an unsere Moderatorin, Frau Ute Lange. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kersting, von mir. Mein Name ist Ute Lange und ich freue mich, Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen zu können. Mit dabei sind, wie angekündigt, Professor Dr. Manfred Fischedick. Er ist der wissenschaftliche Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Und angekündigt, und jetzt kommt er auch gerade, ist Dr. Lukas Köhler, Mitglied des Deutschen Bundestages, klimapolitischer Sprecher der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Er war bis eben noch im Plenum, deswegen ist er jetzt erst gerade dazugestoßen. Guten Abend, Herr Köhler. Da Sie die Umfrage nicht mitbekommen haben, richte ich die erste Frage jetzt mal an Professor Manfred Fischedick. Herr Fischedick, Sie haben gesehen, wie unsere ZuschauerInnen geantwortet haben. Gab es bei den Antworten für Sie das, was Sie erwartet haben, oder gab es auch Überraschendes? Ja, erstmal von meiner Seite einen schönen guten Abend. So ganz viel Überraschendes hat es tatsächlich nicht gegeben. Zunächst mal freue ich mich durch so den Optimismus, dass 3/4 der Zuhörer gesagt haben, dass der Klimawandel noch einzudämmen ist. Diesen Optimismus würde ich teilen. Allerdings mit dem Nebensatz, wir müssen dafür ganz schön dicke Bretter bohren, um das tun zu können. Interessant fand ich auch, dass die Gebäudesanierung nicht ganz so viele Stimmen gekriegt hat, mit 60%. Dann doch im Vergleich zum Ausbau erneuerbarer Energien relativ abgeschlagen. Da hätte ich mehr erwartet. Dafür ist das Plastik, aber die Vermeidung von Plastik, sehr stark gewotet worden. Das ist ja nicht zwingend ein ureigenes Klimathema. Das ist vielleicht eine kleine Überraschung. Und bei der letzten Frage, ja, dass der Klimawandel nur durch technologischen Fortschritt lösbar ist, ich glaube, da sind sich die meisten einig. Ich würde auch da vielleicht einen kleinen Nebensatz machen. Ja, aber nicht nur. Wir brauchen sicherlich auch mehr als technologischen Fortschritt. Und bei dem ersten Punkt, Umweltabgaben versus Verbote, dass da die Meinungen ziemlich genau damit auseinandergehen, hat mich jetzt nicht überrascht, weil es ist ja eine kontroverse Diskussion, die an vielen Stellen geführt wird. Also, glaube ich, ein gut informiertes Publikum. Darf ich kurz nachfragen, bei Gebäudesanierung haben Sie eigentlich eine höhere Antwort erwartet? Aus welchen Gründen? Können Sie das kurz benennen? Ja, wir wissen ja, dass Gebäude zu etwa 40% am Endenergiebedarf in Deutschland beteiligt sind. Und das heißt, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, bedeutet das ja, die CO2-Emissionen runterzubekommen. Und da spielt der Gebäudebereich natürlich eine relativ prominente Rolle. Und im Gebäudebereich sind natürlich die Sanierungsmöglichkeiten eine technologische Option, eben die CO2-Emissionen im Gebäudebereich zu verringern. Deswegen hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Aber ich meine, 60% ist jetzt auch nicht wenig. Insofern alles im guten Bereich. Und im Vergleich dazu ist die Vermeidung von Verpackungen und Plastik
sehr hoch bewertet worden, also dass das eine geeignete Maßnahme wäre. Wie schätzen Sie das ein? Das zeigt, glaube ich, dass das Plastikthema natürlich sehr stark in den Köpfen verankert ist, mit Recht. Jetzt aber nicht nur aus Klimaschutz-Gesichtspunkten, sondern natürlich auch wegen der Müllproblematik, wegen den Rückständen, die wir in den Meeren und in den Gewässern finden. Also, dass das ein großes Thema ist, Vermeidung von Verpackung und Plastik, ist, glaube ich, unstrittig. Ich will auch sagen, es ist aus der Klimasicht ein wichtiges Thema. Ich hätte nur nicht erwartet, dass es so breit geteilt wird aus der Klimaperspektive. Deswegen fand ich es ein bisschen überraschend. Ja, erstmal danke dafür. Wir werden auf das ein oder andere sicher noch zurückkommen. Herr Köhler, erstmal herzlich willkommen. Das Thema des heutigen Abends lautet: Gefährdet der Klimawandel die Freiheit? Und auf Ihrer Webseite habe ich gelesen, Klimapolitik ist Freiheitspolitik. Also sehen Sie da einen direkten Zusammenhang? Inwiefern? Na, ich glaube, es gibt zwei für mich sehr wichtige Dimensionen, die direkt mit dem Klimawandel zusammenhängen, vielleicht zweieinhalb sogar. Die eine Dimension ist sicherlich, als Liberaler oder als Liberale, als Freie Demokraten geht es uns ja vor allen Dingen darum, dass Menschen Chancen haben müssen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Aber was wir eigentlich nicht haben in unserer Partei-DNA, ist irgendwie eine Fokussierung auf nur den aktuellen Zeitraum oder nur unser Land. Und wenn ich mir angucke, dass der Klimawandel das Potenzial hat, die Chancen und Möglichkeiten kommender Generationen, von heute Ungeborenen, aber auch von zum Beispiel meinen Kids, ganz massiv zu gefährden, dann geht es darum, dass da Freiheiten eingeschränkt werden. Weil Chancen und die Möglichkeiten an der Hand zu haben, sich selber zu verwirklichen, sein Leben selber zu gestalten, sein Leben selber in die Hand zu nehmen, die schränkt der Klimawandel sowohl hier als auch weltweit, als auch in Zukunft massiv ein. Und deswegen macht eine funktionierende Klimapolitik auch aus dem Gesichtspunkt einer stärkeren Fokussierung auf die Freiheit ganz, ganz viel Sinn aus unserer Sicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber, es geht ja um die Frage, war ja die Klimapolitik. Also hat die Klimapolitik das Potenzial, Freiheiten einzuschränken? Ja, auch ordnungspolitische Maßnahmen haben einen hohen Interaktionsgrad mit Freiheit. Da kann man jetzt ganz, ganz viel darüber diskutieren. Was bedeutet eigentlich Freiheit? Das wäre sicherlich auch eine spannende Diskussion, die wir wahrscheinlich nicht in einer Stunde erschöpfend umgesetzt kriegen. Ich habe Philosophie studiert, das heißt, ich könnte das sehr ausführlich machen, das erspare ich Ihnen aber. Aber natürlich, wenn man sozusagen über Chancen und Möglichkeiten spricht und sagt, okay, das ist ein Teil von Freiheit, dann hat Klimapolitik, je nachdem, wie stark sie ausgeführt wird und wie radikal und hart sie gemacht wird, auch massive Interaktionen mit den Chancen und Möglichkeiten, die ich heute habe. Egal, ob es jetzt um Finanzen geht, also wenn ich den Bundeshaushalt sozusagen voll und ganz auf Klima fokussiere und sage, alles andere ist mir egal, dann fallen mir auf der einen Seite soziale Fragen weg. Auf der anderen Seite habe ich dann allerdings auch nur noch diese Fokussierung. Und damit könnte man das so ausdrücken. Man kann aber auch natürlich über die sozialen Kosten von Klimawandel sprechen und darüber sprechen, dass wenn ich zum Beispiel eine sehr hohe CO2-Steuer einführe, oder den ETS ausweite und der zu mehr Kosten führt, dann hat das natürlich auch eine soziale Komponente, eine ganz massive sogar. Und auch die, über die muss ich nachdenken. Und wenn ich das nicht klug mache, dann schränkt auch das Freiheit ein. Und die dritte und halbe Möglichkeit ist sicherlich auch sozusagen die gesellschaftliche Komponente, also weil die wirtschaftliche Komponente. Weil auch Wirtschaften und sozusagen sich selber verwirklichen in einer Wirtschaftstätigkeit hat ja auch was mit Freiheit zu tun, zumindest aus unserer Sicht. Und auch in diesem letzten Punkt sind Klimarahmenbedingungen dazu geeignet, Freiheit einzuschränken, wenn ich, und das ist meiner Meinung nach nötig, Herr Fischedick hat das gerade richtig gesagt, auf die Antwort sozusagen Regeltechnologie den Klimawandel. Ja, sie ist ein wichtiger Teil, aber er hat völlig recht, es ist nicht der einzige Teil. Ein anderer Teil sind klare, harte staatliche Regulierungen, die wir brauchen, um Klimaschutz zu machen. Und auch das schwenkt die Freiheit ein. Worüber wir diskutieren können und müssen, ist sozusagen, an welcher Stelle ist es berechtigt, dass die Freiheit eingeschränkt wird und an welcher Stelle müssen wir das verhindern. Dankeschön erstmal für den Einstieg. Herr Professor Fischedick, ich schmeiß die Frage auch mal auf Ihren Schreibtisch. Klimawandel und Freiheit. Ich glaube, wir sind da gar nicht so wahnsinnig weit auseinander. Ich meine, Klimawandel ist zunächst mal aus meiner Sicht eine große Herausforderung. Und am Ende des Tages, wenn wir nicht adäquat auf den Klimawandel reagieren,
dann würde ich es auch noch mal ein bisschen verschärft formulieren, auch eine Überlebensherausforderung. Und wenn das so ist und wenn das Klima sich weiter ungebremst verändert, dann bin ich genau bei dem, was Lukas Köhler gerade gesagt hat, dann schränkt dies natürlich die Freiheit ein, gefährdet das die Freiheit, weil wir schlicht nicht mehr möglicherweise da leben können, wo wir leben wollen oder zumindest nicht zu den Bedingungen leben können, wie wir es wollen. Wir schränken den Zugang zu Lebensraum in bestimmten Weltregionen ein, durch Wetterextreme beispielsweise, schränkt den Zugang vielleicht auch zu hinreichend verfügbaren Nahrungsmitteln oder Wasser ein. Das sind natürlich alles Einschränkungen auch der Freiheit. Das löst möglicherweise Flüchtlingsströme aus. Also beschränkt massiv natürlich die Frage, wo wir zu adäquaten Rahmenbedingungen auch leben können. Und das ist jetzt kein überzeichnetes apokalyptisches Weltbild, was ich da male, sondern das ist das, was uns die Klimaforscher, die Klimamodelle sagen, was zu erwarten ist, wenn wir nicht zügig und konsequent ist auf die Bremse treten. Und bei dem auf die Bremse treten, sind wir ja genau wieder bei den Optionen, die Sie ja teilweise gerade in der Umfrage auch genannt haben. Ich glaube, das müssen wir jetzt tun, um eben nicht Gefahr zu laufen, dass wir die Freiheit einschränken. Und beim Zweiten, das kann ich ganz kurz machen, ich glaube, da ist alles gesagt worden, auch bei dem, was man klimapolitisch tun kann, wird es nicht ohne bestimmte Einschränkungen gehen, Handlungsmöglichkeiten schlicht wegzunehmen. Und auch das ist natürlich eine Einschränkung der Freiheit, wenn man den Freiheitsbegriff so definieren will. Vielen Dank. Herr Köhler, Sie waren bei der Umfrage nicht dabei, aber Sie wussten, welche Fragen gestellt werden. Es gab bei der Frage zu den Klima- und Umweltzielen bzw. Maßnahmen, die für unsere ZuschauerInnen bedeutsam sind, eine große Mehrheit für den weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien und eine relativ hohe Anzahl, also das erste waren 84% und die zweithöchste Antwort war Vermeidung von Verpackungen und Plastik, 73%. Gebäudesanierung waren 62%. Sind das Antworten, die Sie so erwartet hätten? Oder sehen Sie andere Maßnahmen als bedeutsamer an aus Ihrer Sicht? Also ja und ja, es sind erwartbare Antworten, glaube ich. Ich sehe allerdings auch andere Maßnahmen als bedeutsamer an. Aber ich glaube, es ist total nachvollziehbar. Also klar, erneuerbare Energien, den Zubau von Energie oder ich würde es anders formulieren vielleicht. Der Wechsel von billiger fossiler Energie hin zu billiger nicht fossiler Energie ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung, vor der wir bei einem funktionierenden Klimawandel stehen. Oder eine der zentralen zumindest. Und auch das, also dass das Thema Plastik und Verpackung, das Thema Klimawandel ist ja nicht, ich sage mal, man kann sich wissenschaftlich en Detail mit den einzelnen Regulierungsinstanzen der Klimapolitik auseinandersetzen. Man kann sich en Detail mit der Frage von Meteorologie, von Wettermodellen, von Klimamodellen auseinandersetzen. Man kann sich mit der Frage von globalen Veränderungen auseinandersetzen. Man kann sich mit tausend Dingen im Detail auseinandersetzen. Aber die wenigsten Menschen in Deutschland werden das tun und es ist ja auch nicht deren Aufgabe oder deren sozusagen Verantwortung, das zu tun. Und da geht es vor allen Dingen viel darum, dass Menschen, die sagen, wir wollen eine funktionierende Umwelt haben, ja sowohl sagen, wir wollen ein Modell von Klimaschutz, das die Welt rettet, sage ich jetzt mal ein bisschen pathetisch, aber es geht ja im Endeffekt darum. Aber die Welt rette ich ja nicht nur in puncto Klima, sondern da geht es ja auch um solche Fragen wie Verpackungsmüll in Meeren. Ob jetzt die Reduktion von Plastikmüll für den Klimaschutz, ich glaube, Herr Fischedig hat das eben schon mal angesprochen, da müsste man dann sozusagen en Detail nochmal gucken, an welcher Stelle welche Ökobilanz zum Beispiel von und wie oft ich eine Papier- und eine Plastiktüte nutzen muss, um welche Ökobilanz zu erzielen, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ich glaube, es ist das Relevanteste, nicht das einzige und sicherlich nicht das ausschließende Kriterium, aber das relevanteste Kriterium ist aus meiner Sicht eine einheitliche Klimapolitik, die sich ein Rückgrat sucht sozusagen. Die sagt, okay, wir haben ein Leitinstrument, das ist die Menge an CO2. Wir legen also eine CO2-Menge fest und über diese Menge steuern wir unsere Klimapolitik. Die Menge reduzieren wir aus meiner Sicht oder aus Sicht der Freien Demokraten auf netto 0 2050, alle Klimagase, nicht nur CO2, Klimagasneutralität 2050. Und senken diese linear ab jedes Jahr. Und dann verteilen wir die Menge über den Emissionshandel. Der funktioniert in diesem Punkt sehr, sehr gut. Das ist das Rückgrat der Klimapolitik. Und dann kommen, ich glaube, noch tausend andere Maßnahmen dazu, über die wir sicherlich gleich noch sprechen. Aber ich will sozusagen möglichst viel Diskussion zulassen und deswegen nicht so lange antworten. Dankeschön.
Herr Professor Fürstedick, das Wuppertal-Institut hat eine Studie veröffentlicht im letzten Jahr, wo es darum ging, ob Deutschland die Klimaziele des Pariser Abkommens denn in der genannten Zeit erreichen kann. Sie waren beteiligt an dieser Studie. Da ging es unter anderem auch um die technologischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Aber Sie haben es eben schon mal gesagt, wir müssen ganz schön von der Bremse runter und ziemlich viel Gas geben. Können Sie ganz kurz so ein paar Erkenntnisse dieser Studie auch in die Diskussion hier einbringen? Ja, wir haben ja im Oktober letzten Jahres zwei Studien gemacht, die mit unterschiedlichen Zeithorizonten auseinandersetzt. Einmal sozusagen das Ziel im Blick genommen, das Herr Köhler auch gerade genannt hat, nämlich Netto Null 2050. Und dann haben wir aber in der Studie für Fridays for Future noch einen oben drauf gesetzt und haben auch versucht, in so einer klassischen Wenn-Dann-Betrachtung mal herauszukristallisieren, was man denn tun müsste, wenn man das Ganze 15 Jahre vorher realisieren will. Und da werden die, das wird sich jetzt nicht wundern, die Bretter natürlich dicker, die man bohren muss. Aber vielleicht gehe ich ganz kurz auf Ihre Frage ein, nach dem, was wo überhaupt die Handlungsmöglichkeiten sind. Und da will ich vorweg schicken, es gibt für den Klimaschutz leider nicht die Königstechnologie. Es gibt vielleicht das Königsinstrument, dazu gehört sicherlich der Emissionshandel plus Zusatzmaßnahmen, aber es gibt eben leider nicht die Königstechnologie, die uns einen großen Teil des Problems vom Hals schafft. Also wir brauchen einen Technologiemaßnahmen- und Strategiemix, als das in anderen Worten. Es gibt aber vielleicht so eine Art von Prioritätenliste, die ich gern setzen möchte oder so eine Randfolge. Und die fängt schlicht an mit der Frage, wo ich effizienter werden kann. Im Bereich des Energieeinsatzes, im Bereich der Materialverwendung, da sollte ich das tun. Das verringert nämlich die Probleme an anderer Stelle. Zweite Priorität hat dann natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien. Ist gerade in der Umfrage herausgekommen. Und die dritte Priorität, das wird im Moment, glaube ich, in der gesellschaftlichen und politischen Diskussionen so ein bisschen durcheinandergebracht, wenn wir dann auf Wasserstoff, auf synthetische Kraftstoffe, synthetische Grundstoffe für die Industrie zu gehen. Im Moment hat man ja ein bisschen in der Debatte das Gefühl, der Wasserstoff wird schon richten. Das ist für mich aber erst der dritte Schritt, nachdem die ersten beiden Hausaufgaben gemacht worden sind. Und parallel dazu sicherlich unterstützen noch die Frage, wie können wir auch in unserem Konsumverhalten nachhaltiger werden, zum Beispiel eben durch Verringerung des Fleischverzehrs, was ohnehin nicht gesund ist, so zu viel Fleisch zu essen. Und da ist auch eine ganze Menge von Möglichkeiten, das Ganze zu unterstützen. Der größte technische Hebel neben der Energieeffizienz steckt aber tatsächlich im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Und die sind auch deswegen so extrem wichtig, weil wir damit ja dekarbonisierten, also klimaverträglichen Strom machen können. Und den brauchen wir nicht nur für den Bereich der Stromversorgung, sondern brauchen wir dann auch für die anderen Sektoren. Also für den Gebäudebereich über elektrische Wärmepumpen beispielsweise, für industrielle Wärmenutzungsprozesse, für die Elektromobilität. Also Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist sicherlich eine der Schlüsselstrategien. Über die Gebäudesanierung haben wir gerade schon gesprochen. Da geht es natürlich um die Erhöhung der energetischen Sanierungsrate, vielleicht auch mit neuen technologischen Möglichkeiten, wie der sogenannte vorindustrielle oder serielle Sanieren, indem man mit digitalen Technologien sich ein Abbild des Gebäudes verschafft und damit viel zielorientierter auch schon Gebäudekomponenten vorfertigen kann. Dann haben wir den Verkehrsbereich, unser aller Sorgenkind, weil dort die Emissionen seit 30 Jahren gestiegen, wenn man jetzt vom Corona-Jahr 2020 absieht, die Emissionen gestiegen sind, nicht zurückgegangen sind. Da ist die Elektromobilität sicherlich ein großes Strategieelement. Aber auch die Veränderung des Modals Blitz, also stärker auf Rad- und Fußverkehr zu setzen in den Städten, auf den ÖPNV, die Bahn zu setzen, im Flugverkehr sicherlich auf synthetische Kraftstoffe. Also da sind die Bretter verdammt dick. Und der letzte Bereich, den ich aber nicht unerwähnt lassen will, weil dort, wenn man mal die direkten und indirekten Auswirkungen zusammennimmt, etwa ein Drittel der Emissionen entstehen, dann ist das der Industriebereich. Also auch Industriesystemtransformation gehört mit dazu. Und da müssen wir natürlich Sektor für Sektor unterscheiden, aber um ein paar Beispiele zu nennen. Das heißt also im Bereich der Stahlerzeugung auf wasserstoffbasierte Stahlerzeugung zu setzen. Im Bereich der Chemie auf biogene Vorprodukte zu setzen oder eben synthetische Grundstoffe zu setzen, die aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden. Die Kreisläufe zu schließen, oder das, was man neudeutsch Circle Economy nennt. Und da spielt dann tatsächlich Kunststoff auch eine große Rolle. Vielleicht der letzte Satz dazu, im Bereich Stahl
sind wir da schon ganz gut unterwegs. 70% Rücklaufraten, im Bereich Glas sogar noch mehr. Im Bereich der Kunststoffe sieht es im Moment so aus, dass nur knapp ein Siebtel der Ausgangsprodukte für die neue Kunststofferzeugung aus alten Kunststoffen kommt. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und wenn man diesen Kreis schließen könnte mit modernen, nicht allzu energieverbrauchenden Technologien, dann hat natürlich das auch einen hohen Beitrag für den Klimaschutz. Also Sie sehen eine ganze Menge von Dingen, die man machen muss, um sich dem Ziel Treibhausgasneutralität zu nähern, egal ob 2050 oder 2035. Bei 2035 müssen Sie da halt noch mehrere Geschwindigkeitsstufen oben draufsetzen. Und wie gesagt, die Bretter werden dann umso dicker, was die realen Umsetzungsmöglichkeiten noch anbelangt. Erstmal danke. Ja, das scheint nach einer großen Herkulesaufgabe. Wie ist denn Ihre Auffassung bzw. Ihre Perspektive, Herr Köhler, auch aus politischer Sicht? Also Sie gestalten ja den politischen Rahmen im Bundestag mit. Und Professor Fischedick hat ja schon gesagt, es braucht auch einen Politikmix für die verschiedenen Maßnahmen. Wo geht die Reise hin aus Ihrer Sicht oder sollte sie hingehen, Herr Köhler? Na, ich glaube, also den Politikmix, da bin ich dabei. Sehe es auch so, natürlich brauche ich ich brauche einen klaren Plan. Punkt eins. Ich muss mir ein Ziel setzen und das muss ich verfolgen. Und da muss ich um dieses Ziel eine ganze Reihe von Dingen bauen. Das ist das, was ich gerade mit dem Emissionshandel meinte, den ich als Rückgrat baue. Aber so ein Rückgrat alleine bringt Ihnen gar nichts, wenn Sie keinen sozusagen funktionierenden Körper drumherum haben, der das tut, was sie wollen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und das heißt, und ich glaube, einige Punkte sind wirklich relevant. Ich würde allerdings bei ein paar Stellen noch mal etwas andere Aspekte setzen und einen Strang der Notwendigkeit, den wir uns meiner Meinung nach auch heute schon anfangen müssen, noch hinzufügen. Was ist das Problem in der Klimapolitik? Man kann immer noch was hinzufügen. Also die Freiheit Frage, immer noch mehr einschränken, wenn wir beim Thema des Abends bleiben. Ja, weiß ich nicht genau, ob das die Freiheit mehr einschränkt, aber es ist natürlich gewisse Arten von Freiheit mehr einschränken. Mhm. Ne? Gewisse Arten, der Diskussion, wer will ich sein und wo will ich leben, komme ich gleich zu. Aber nur ganz kurz ein Punkt. Ich glaube, Effizienz ist gut. Ich wäre kein freier Demokrat, wenn ich Effizienz nicht gut fände. Ich halte das aber für sozusagen eine Grundvoraussetzung. Ich würde da gar nicht mehr so riesig den Fokus drauf legen, weil Effizienz kann alleine bringt mir gar nichts. Wir haben gesehen, dass die Motoren unserer Autos in den letzten Jahrzehnten sehr viel schneller, sehr viel effizienter geworden sind. Das hat aber leider die CO2-Emissionen im Verkehr nicht ausgebessert, sondern hat einfach über den Rebound-Effekt zu mehr Verkehr geführt. Weil es billiger geworden ist, Auto zu fahren, sind mehr Leute Auto gefahren. Und das heißt, Effizienz ist richtig. Da bin ich total dabei. Ich muss es aber zum Beispiel mit einem Preissignal koppeln, um dann das zu bepreisen, was am Ende des Tages sozusagen schädlich ist oder was ich entfernen will. In diesem Sinne jetzt im Moment dann geht es ja um Treibhausgase und dann im Verkehrsbereich vor allen Dingen um CO2. Das heißt also, ohne eine Kopplung dieser Instrumente bringt mir das gar nichts. Das ist das eine, was ich noch sagen wollte. Das zweite ist, wir brauchen erneuerbare Energien. Diese Studie für Fridays for Future, ich hatte das in einem Gastbeitrag mit Professor Schwarz auch mal kommentiert. Ich halte das für eine gute Studie, weil sie zeigt, was geht und was nicht geht. Und was man, glaube ich, relativ schnell sieht, ist, welche Dimension es hätte, vor allen Dingen, was nicht geht. Also was eine Riesenherausforderung wird, ist alleine der Zubau erneuerbarer Energien. Und ich glaube, dass wir da noch gar nicht über die Verhaltensänderung gesprochen haben. Wenn Sie sich die Geschwindigkeit und die Menge an Zubau anschauen, der aktuell läuft, wir sind jetzt bei 6 GW, glaube ich, und die Studie spricht, glaube ich, von 15 bis 40, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Aber sonst, ich will da nichts Falsches erzählen, korrigieren Sie mich sonst. Und wir haben jetzt schon irgendwie 1000 Anlagen in Planungsfeststellungsverfahren stecken, die nicht gebaut werden. Kann man sich ja relativ vorstellen, wie schnell, wie viel mehr Akzeptanz Debatten ich in Deutschland führen müsste, um alleine die Menge zu machen. Da haben wir noch nicht über das EEG und nicht die Bezahlung und so weiter und so fort gesprochen. Alleine das wäre, glaube ich, eine Riesenherausforderung, die gar nicht so einfach ist. Und trotzdem müssen wir schneller werden beim Zubau erneuerbarer Energie. Ich sehe es allerdings auch so, dass wir ohne Energieimporte nicht auskommen. Deswegen auch die Erwähnung synthetischer Kraftstoffe, da bin ich total dabei. E-Mobilität und synthetische Kraftstoffe werden, glaube ich, die Lösung bieten müssen, weil wir ja auch nicht nur auf die
Emissionen an dem Datum schauen müssen, an dem wir CO2-neutral sind, sondern auch auf den Weg dahin. Wir müssen ja sozusagen auch mit der Bestandsflotte, zum Beispiel beim Pkw-Bereich, müssen wir weltweit relativ schnell anfangen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und dafür muss ich eben auch an die Fragen, wie besteuere ich eigentlich meine Energie, nicht nur meinen Strom, sondern wie besteuere ich eigentlich meine gesamte Energie. Ich muss und brauche aus unserer Sicht eine Revolution des Energie- und Strommarkts, nicht nur des Designs, sondern auch der Steuern und Umlagen. Weil das natürlich auch eine, das ist übrigens auch eine soziale Frage. So eine Stromsteuer, die einfach nur pauschal Geld quasi, die einfach nur Strom teurer macht, ohne eine CO2-Fokussierung zu haben, ist aus unserer Sicht absurd, weil sie eben dazu führt, dass ein kleines Einkommen ja also überproportional belastet wird mit einem hohen Strompreis. Bei einem großen Einkommen ist der Preis relativ egal, also ganz vereinfacht gesagt, ne? Und deswegen müssen wir an diesen Themen ran, aber wir müssen auch das Strommarktdesign neu machen. Das EEG war ein super Instrument, um einzusteigen in den Skaleneffekt von erneuerbaren Energien, von Solar, von Wind. Aber das EEG ist in einem Markt, in dem die erneuerbaren Energien die Baseline setzen, also die Hauptenergieproduzenten erneuerbare sind, ist das EEG kein zielführendes Instrument mehr. Und deswegen müssen wir heute über den nächsten Schritt in dieser Frage nachdenken, um wirklich auch in Zukunft die darum notwendigen systemischen Dinge zu planen. Einen Punkt wollte ich noch einführen, und da hatten Sie sozusagen die Freiheitsfrage ja nochmal gestellt. Das ist die Frage von Negativemissionen. Zumindest aktuell sind in den IPCC-Berichten, Negativemissionen spielen immer eine relevante Rolle. Und Professor Fischer-Dick hat völlig recht. Es gibt nicht die eine Technologie, es gibt auch nicht den Wasserstoff, der uns alle Probleme lösen wird, oder die synthetischen Kraftstoffe, sondern es gibt einen Mix. Aber in diesen Mix gehören eben auch Negativemissionen. Zumindest wenn ich mir die Szenarien des IPCCs angucke. Und wir müssen, das ist eine Gesellschaftsdebatte. Ist eine Debatte auch darüber, wer wollen wir sein und wo wollen wir leben. Wenn ich mir die Debatte aus 2013 angucke, wo wir über die Verpressung von CO2 gesprochen haben, das wird ein heißer Ritt. Und die Ehrlichkeit sollten wir auch politisch an den Tag legen, diese Debatte heute anzufangen und darüber zu diskutieren, wo wollen wir es verpressen. Wir können klar alles nach Norwegen schiffen, die verpressen seit 12 Jahren CO2 ohne Probleme im Meeresboden. Aber die Diskussion müssen wir zumindest heute mal anfangen. Herr Fischer-Dick, bevor ich gleich in die Fragen aus dem Chat gehe, weil da sind schon einige, gibt es aus Ihrer Sicht Ergänzungen oder Widersprüche zu dem, was Herr Köhler gerade ausgeführt hat? Ich will vielleicht noch zwei oder drei Punkte aufgreifen. Und zwar den Zubau erneuerbarer Energien, die Zahlen, die genannt worden sind, sind völlig richtig. Es sind so 25 bis 40 Gigawatt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das zeigt also die Dimension und an dem Beschleunigungsgrad, in den wir rein mussten. Und das, die Bandbreite hängt natürlich ein bisschen davon ab, wann und wie ich tatsächlich in Importstrukturen einsteigen kann, die ja auch nicht vom Himmel fallen. Aber genau dafür ist die Studie ja gemacht worden, um zu zeigen, was ist die Herausforderung, wenn ich diese Ziele erreichen will. Und damit dann auch die politische Diskussion, auch die gesellschaftliche Diskussion zu führen. Ist das machbar? Wie ist das machbar? Dafür haben wir die Studie gemacht und dafür war es auch wichtig, das wirklich mal zu quantifizieren. Und deswegen freue ich mich auch über die Reaktionen, die danach gekommen sind, von kompletter Ablehnung bis hin eben zu Befürwortung und gesagt, ja, wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt eben tatsächlich den Hebel rumlegen und auf die Beschleunigungsspur gehen und dann auch das ein oder andere große Hemmnis aus dem Weg zu räumen. Dass das nicht einfach ist, ist völlig klar, aber jetzt sind zumindest die Größenordnung klar, um die es geht. Und das Beispiel der erneuerbaren Energien ist ja nur ein Beispiel von mehreren gewesen. Und das war Sinn und Zweck der Studie, genau das zu zeigen, was zu tun ist und die Debatte anzuregen. Bei der Revolution von Steuern und Umlagen bin ich völlig bei Lukas Köhler. Und ich glaube, das System, was wir haben, ist ja zu einer Zeit entstanden, wo Klimaschutz noch gar nicht im Fokus stand. Und es ist dann von Jahr zu Jahr immer weiter verkompliziert worden, wie das halt so ist. Die Ausnahmeregelung, und dann nochmal eine Zusatzsteuer. Und da blickt ja heute kein Mensch mehr durch. Und vor allen Dingen ist die CO2-Orientierung nicht da. Auf die müssen wir aber hin, wenn wir Klimaschutz tatsächlich als die Leitzielsetzung verstehen, was ja unbedingt Sinn macht. Bei den negativen Emissionen, wenn man sich die Agora-Studie anguckt, die wir gerne letzten Jahres gemacht haben, die ja untersucht, wie kriegt man Treibhausgasneutralität bis 2050 hin,
dann kommen wir tatsächlich im Jahr 2050 dazu, dass so Pi mal Daumen 60 Millionen Tonnen Treibhausgase nicht vermieden werden können. Das sind prozessbedingte Emissionen aus der Industrie, sind vor allen Dingen aber dann auch nicht CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft, die man einfach rein technisch nicht wegbekommt. Und wenn man aber die Netto-Null stehen haben will, dann muss man irgendwas tun. Und dann kommt genau die Frage, was tut man dann? Und dann ist man bei den negativen Emissionen. Und das ist eben nochmal ein Unterschied, der mir nochmal ganz wichtig ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen kompliziert ist, den Unterschied zu machen zwischen reinen CO2. Davon kriegen Sie, da hast du vielleicht von prozessbedingter Emission aus der Zementherstellung, fast alles weg. Aber bei den Treibhausgasen, da gibt es eben viele Emissionen, die Sie selbst bei den größten Anstrengungen nicht wegbekommen. Und die Netto-Null kriegt man eben dann nur hin, wenn man in Richtung dieser negativen Emissionen geht. Und da gibt es eben nicht so wahnsinnig viele Optionen, die wir haben. Da gibt es eben die Kopplung von Biomassenutzung mit CO2-Abtrennung und Speicherung oder die CO2-Abtrennung aus der Atmosphäre. Und da bin ich auch der Meinung, damit müssen wir uns auseinandersetzen und das auch transparent machen. Ich will noch einen Minischlenker auf die internationale Ebene machen, weil wir just nächste Woche wieder Autorensitzung haben im IPCC, also im Weltklimarat. Und da hat es durchaus einen kleinen Lerneffekt gegeben. Die Szenarien, die jetzt rauskommen werden, die werden nicht mehr ganz so massiv auf negative Emissionen setzen, wie das bei der Vorgängergeneration der Fall ist, weil man, glaube ich, gelernt hat, dass man insbesondere diese Kopplung von Biomasse und CO2-Abbringungsspeicherung, dass es da natürliche Grenzen gibt, was die Biodiversität anbelangt, was die Flächenverfügbarkeit, was die Akzeptanz anbelangt. Also da ist man jetzt deutlich vorsichtiger geworden. Trotzdem bleibt richtig, man muss sich mit der Frage auseinandersetzen, geht das, in welchen Größenordnungen geht das, wo geht das? Das ist zumindest die Frage, die ansteht, wenn man Netto Null anstrebt. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage an Sie beide, weil Sie sprachen gerade von, wir müssten beschleunigen. Nun hat uns die Corona-Pandemie ja insgesamt merklich ausgebremst in vielerlei Hinsicht. Hat die Diskussion über diese, ich sag mal, weltweit sich doch sehr stark auswirkende Krise den Klimaschutz von der Agenda verdrängt? Ist der Fokus noch ausreichend, um dieser zweiten großen Herausforderung, die Sie ja beide schon als eine der größten bezeichnet haben, zu bewältigen? Wie sind da Ihre Wahrnehmungen? Herr Köhler. Nein, finde ich nicht. Also es hat sicherlich, jetzt wollen wir mal ehrlich sein, medial eine deutliche Reduktion. Also wenn Sie 2019 und 2020 miteinander vergleichen und sozusagen welche Themen da wichtig sind, dann gibt es eine Reduktion zum Thema Klimaschutz und der Aufmerksamkeit, was ja auch verständlich ist, ne? Also irgendwie nachvollziehbar. Aber, und das finde ich einen ganz interessanten Befund, es gibt zwei, beziehungsweise eigentlich sogar drei Bereiche, in denen Klimaschutz nach wie vor eine extrem große Rolle spielt. Das eine ist die Industrie und die Wirtschaft. Ich glaube, dass Industrie und Wirtschaft mittlerweile sehr, sehr deutlich verstanden haben, wo die Reise hingeht, was Klimaschutzmaßnahmen angeht und wo die Reise hingehen muss. Wenn Sie also Klimapolitik machen im Bundestag, dann sind Sie ja, also gut, dann sind Sie natürlicherweise immer mit diesem Thema beschäftigt, aber Sie führen notgedrungenerweise, vor allem wenn Sie es für die FDP machen, notgedrungenerweise relativ oft Diskussionen mit Vertreterinnen und Vertretern der Industrie, der Wirtschaft, aber natürlich auch der Gesellschaft und Zivilgesellschaft. Und da ist eine wirklich große Menge an sozusagen Veränderungswille und Druck da. Das Zweite ist, politisch sehen wir gerade, was die europäische Ebene macht mit dem Green Deal, es ist eine nach wie vor massive Ausrichtung auf die Klimapolitik. Der European Green Deal, in den auch Aufbaufonds von Corona und so einfließen, macht sicherlich auch einen großen Teil der Diskussionskultur und Grundlage, aber auch der Veränderungsprozesse der kommenden Jahre im Bereich Klimaschutz aus. Und der läuft weiter. Der ist nicht durch Corona gestoppt worden. Da gab es ja erst die Sorgen sozusagen davor, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt erstmal Corona und dann machen wir Klimaschutz weiter. Das ist aber nicht passiert. Die Legislativvorhaben bei ein paar Gesetzesvorhaben, die sind sicherlich 2, 3, 4 Monate später, die jetzt kommen. Okay, ja, aber jetzt nicht irgendwie 3, 4 Jahre, sondern die kommen jetzt nicht im Juni, sondern im Juli oder die kommen nicht im April, sondern, und das ist bei der EU normal. Anderes Thema. Und der dritte, der halbe Punkt ist, ich glaube tatsächlich, dass sogar die
das mediale Zurücktreten aus einer sehr aufgeheizten Diskussion im Punkto Klimaschutz gar nicht so schlecht ist. Weil wir sehen aus meiner Sicht zumindest jetzt einen Wechsel von einer sehr aufgeheizten, sehr identitätsgesteuerten Debatte um Klimaschutz, vor allen Dingen um die Frage, wer will eigentlich Klimaschutz machen und wer nicht, hin zu einer Debatte um die Frage, wie wollen wir eigentlich Klimaschutz machen. Und ich glaube, dass das sogar einen positiven Effekt ist. Ich will nicht sagen, dass Corona gut war, ne? Das wäre das Letzte, was ich sagen wollte. Aber dieser Effekt, jetzt auch politisch darüber diskutieren zu können, wie ist denn der Weg ausgestaltet zu Klimaneutralität, Klimagasneutralität und zu möglichst 1,5, das ist, glaube ich, schon auch ein Vorteil. Vielen Dank. Professor Fischedick, Sie nicken so ein bisschen. Sehen Sie das aus wissenschaftlicher Perspektive auch so? Also erstmal ist es ja eine reine Beobachtung, wenn man jetzt Zeitung liest, wenn man Nachrichten sieht, Top-Thema Nummer 1 bis Nummer 10 ist natürlich die Corona-Pandemie. Und das ist natürlich verständlich, da es ja sich hier um eine tagesaktuelle große Bedrohung handelt. Aber, und das hat Herr Köhler ja auch gesagt, das Bewusstsein für den Klimawandel und für das Klimathema ist aber nicht weg. Das zeigen ja eigentlich auch alle Umfragen, die gemacht werden. Und das gilt durchaus quer über alle Generationen. Und das ist eigentlich auch das Gute, dass dieses Thema auch in allen Generationen verankert ist. Und ist sicherlich auch richtig, das ist aber auch schon angesprochen worden, dass es vor allen Dingen jetzt auch verankert ist in den Unternehmen. Wenn wir vor 5 Jahren noch mit der Stahlindustrie über wasserstoffbasierte Stahlerzeugung gesprochen haben, dann haben die uns für verrückt erklärt, gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Geht technisch nicht und geht schon gar nicht ökonomisch. Heute haben alle deutschen Stahlunternehmen, auch viele internationale Stahlunternehmen, Investitionspläne in der Tasche und warten auf die richtigen Rahmenbedingungen, um das auch im globalen Wettbewerb in die Umsetzung zu bringen. Also die Bereitschaft, glaube ich, der Unternehmen ist da. Wenn wir mal kurz auf die internationale Ebene springen, wir haben in der nächsten Woche ja so einen kleinen indirekten Klimagipfel in den USA durch den noch relativ neuen Präsidenten Biden. Wir haben Bewegungen, was jetzt freiwillige Vereinbarungen von China, von Kanada, von Südkorea, von Japan anbelangt, auch in Richtung Treibhausgasneutralität 2050 zu gehen. Also auch international ist das Thema beileibe nicht tot, sondern eher sogar wieder stärker auf der Agenda, als das vorher der Fall war. Und ich will vielleicht zum Schluss nochmal, was die Wechselwirkung zwischen Corona, der Corona-Pandemie und dem Klimaschutz, so 2 oder 3 Lernerfahrungen aus Corona nennen, die, glaube ich, für die Klimafrage durchaus hilfreich sein können. Ich glaube, was wir in den letzten 1,5 Jahren ja sehr schmerzlich gelernt haben, ist, dass großskalige Katastrophen auftreten können. Das haben ja viele von uns, mich eingeschlossen, so in der Form sich gar nicht vorstellen können, dass eine solche Pandemie nicht irgendwie lokal begrenzt oder nicht kontinentbegrenzt, sondern wirklich global auftritt. Mit der Intensität, mit der wir das ja nun mal leider jetzt beobachten können. Ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm gehabt. Das hilft natürlich jetzt, sensibilisiert zu sein für Krisenprävention. Und das hilft, glaube ich, auch, jetzt vorbereitet zu sein, darüber nachzudenken, was macht man denn mit einer Krise, von der wir wissen, dass sie kommt und dass sie mit Nachdruck kommt, die Klimakrise, und von der wir auch wissen, wie man sie eigentlich, wie man hier eigentlich begegnen kann. Also Krisenprävention ist, glaube ich, stärker auf der Agenda. Und dann hat man auch gelernt, dass große Anstrengungen durchaus möglich sind, wenn man erklären kann, was der Nutzen der ganzen Veranstaltung ist. Und das ist etwas, was ich auch im Klimaschutz immer wieder vermisse, einen breiteren gesellschaftspolitischen Diskurs darüber, was jetzt wirklich ansteht, wie wir es erreichen können, transparent zu machen, was auch die Einschränkungen sind, die damit verbunden sind. Also dieser breite gesellschaftspolitische Diskurs, der fehlt mir. Und man hat einen dritten Punkt gelernt, den will ich mal mit dem schönen, den beiden englischen Wörtchen Everybody Matters umschreiben. Also jeder zählt, dem Deutschen ausgedrückt. Das sehen wir bei der Corona-Pandemie, ob das jetzt das Tragen der Masken ist oder was auch immer. Also die vielen kleinen Beiträge, die leisten eben auch durchaus einen Beitrag. Und das ist beim Klimaschutz auch so, nicht allein. Da müssen auch die großen Hebel bewegt werden, aber eben auch die vielen kleinen Hebel eingesammelt werden. Und insofern haben wir, glaube ich, einiges gelernt, was wir hoffentlich mitnehmen für die Bewältigung des Klimathemas. Vielen Dank. Ich gehe jetzt mal in die Fragen des Chats. Ich versuche sie ein bisschen sortiert an unsere beiden Experten abzugeben. Es ist eine Frage für Herrn Köhler. Im anstehenden Wahlprogramm der FDP steht die Klimapolitik nicht an erster Stelle, obwohl
alle andere Themen wie Wirtschaft, Soziales und Gesellschaft dem unterzuordnen sind, sagt der Fragesteller. Warum nicht, Herr Köhler? Ich bin überrascht, dass der Fragesteller sagt, dass es nicht an erster Stelle steht. Meinen Sie physisch nicht an erster Stelle? Also quasi im Textverlauf, nehme ich mal an. Das liegt an unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, also was an erster Stelle steht, ist, okay, anders formuliert. Das Wahlprogramm, das sozusagen vorgelegt wurde am Dienstag, ist ja noch nicht das beschlossene Wahlprogramm, sondern das wird ja erst im Mai beschlossen. Unser Wahlprogramm ist aber ausgelegt als ein digitales Wahlprogramm. Das heißt, es ist nicht, also Sie müssen sich unser Wahlprogramm nicht wie einen Fließtext vorstellen, in dem Sie sozusagen sagen, okay, es gibt Punkt A, B, C, D, E, F, G und das ist alles aufeinander in einem laufenden Text aufgebaut, sondern wir haben, das haben wir 2017 schon gemacht, ein modulares Wahlprogramm aufgebaut. Wir denken unsere Wahlprogramme nicht mehr von der Idee, sozusagen von A nach B alles durchzudeklinieren, sondern wir sagen, naja, es gibt Menschen, die wollen wissen, was antworten Parteien auf Fragen, und zwar auf meine Fragen normalerweise. Also jetzt nicht auf meine als Lukas Köhler, sondern auf meine als Bürgerinnen und Bürger. Und das heißt, sie klicken sich durch. Die sagen, okay, mich interessieren die Themen Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung. Und unser Wahlprogramm ist so modular aufgebaut, dass Sie das, wenn Sie auf dem Handy oder im Browser sich das anschauen, dann kriegen Sie quasi immer sozusagen einzelne Themenpunkte. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal mit Klimaschutz, Sie kriegen den Themenpunkt Rückgrat der Klimapolitik, Emissionshandel. Danach kommt zum einen die Auswahlmöglichkeit, Sie können wechseln auf die internationale Ebene, also was wollen Sie im internationalen Klimaschutz oder was wollen Sie im Verkehrsbereich, was wollen Sie im Gebäudebereich oder Verkehrsbereich, halt schon im Energiebereich machen. Und da sind dann quasi solche Module drunter. Das heißt, zu sagen, was an erster Stelle steht, ist unmöglich, weil Sie sozusagen, was an erster Stelle steht, entscheiden Sie selber, indem Sie aussuchen, welches Modul Sie sich aussuchen und dann sich durchblicken. Genau. Und ansonsten, aber es ist richtig, natürlich ist der Klimaschutz ein umfassendes Problem. Und das auch alle Teilbereiche mit einschließt. Auf der anderen Seite aber ist natürlich nicht das einzige Problem, das wir auf der Welt haben. Ne? Sozusagen, also solche Fragen wie Armutsbekämpfung oder Hunger, Bildung, aber auch Außenpolitik, Kriege, solche Geschichten, das sind ja alles auch Probleme. Die Sache ist, und das macht die Sache leider ziemlich komplex, das sind ja alles integrierte Probleme. Also Armutsbekämpfung ohne Klimaschutz ist unmöglich, aber radikaler Klimaschutz, der dafür sorgt, dass zum Beispiel Wirtschaftswachstum auch in Ländern des globalen Südens nicht möglich ist, wird nicht zur Armutsbekämpfung beitragen. So, das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie wir beides miteinander kombinieren können. Das versucht zumindest unser Wahlprogramm zu leisten. Okay. Ich habe eine Frage, ich glaube, die richte ich mal an Herrn Fischedick. Und zwar ging es da um, ich suche sie jetzt gerade nochmal. Hier sind sehr viele Fragen. Ich versuche es jetzt gerade so ein bisschen zuzuordnen, damit wir nicht kreuz und quer diskutieren, was aber wahrscheinlich doch passieren wird. Die Negativemissionen. Wo sehe ich sie denn jetzt? Ich hoffe, mein Co-Moderator hat sie mir nicht rausgeholt, sonst nehme ich mir jetzt eine andere Frage. Hier ist ein Fragesteller, das ist vielleicht eine Frage für Sie beide, weil es geht so ein bisschen in die Frage, die Sie schon aufgeworfen haben, welche Art von Gesellschaft wollen wir denn? Also wie wollen wir Zukunft gestalten und auch für nachwachsende Generationen Freiheit bewahren? Dieser Zuschauer fragt sich, ob er zu ungeduldig ist, wenn er sich sagt oder fragt, wieso fragen wir uns nicht, wie viel Gesundheit, Freiheit und Wohlstand erlangen wir, wenn wir zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen umsetzen? Und wann fangen wir mit der Umsetzung dann abschließend an? Also die ist eine andere Fragestellung vielleicht hilfreicher für die Akzeptanz des Klimawandels? Paraphrasiere ich jetzt mal. Also was gewinnen wir, wenn wir das Pariser Klimaabkommen umsetzen? Herr Fischedick, Sie haben Ihr Mikro schon auf und dann gerne auch noch Herr Köhler. Ja, es geht ja wieder ein bisschen zurück an den Anfang unserer Diskussionsrunde, wo wir dargestellt haben, dass tatsächlich ein ungebremster Klimawandel die Freiheiten einschränken würde. Ich finde aber, die Frage sehr gut formuliert, weil auch aus meiner Sicht wir viel zu sehr über die negativen Aspekte reden und viel weniger darüber sprechen, was wir tatsächlich alles gewinnen, wenn wir substanziell den Klimaschutz nach vorne bringen. Das fängt tatsächlich in den Innenstädten damit an, dass wir vielleicht auch weniger Luftverschmutzung nebenbei generieren, wenn wir unsere Autos klimaverträglich durch die Gegend schicken. Das fängt insgesamt mit der Breite der Gesundheitsfragen an. Ich habe die Ernährungsfrage schon gesagt, aus gesundheitlichen Gründen macht es viel Sinn, eben tatsächlich weniger Fleisch
zu verzehren, hat aber gleichzeitig auch einen Klimaschutzeffekt. Es gibt also viele, viele sogenannte Win-Win-Konstellationen, auf die wir zu wenig eingehen, dann nicht immer nur das Schlechte versuchen herauszustellen, uns daran abarbeiten. Insofern finde ich die Fragestellung absolut berechtigt. Es gibt viele, viele Gründe, jetzt in die Richtung eben dieses Transformationsprozesses zu gehen, aus Überlebensgesichtspunkten, der Klimaschutzgesichtspunkten, aber wir haben eben auch viele Zusatzgründe, warum es Sinn macht, genau diesen Weg einzuschlagen. Mhm. Herr Köhler? Ich würde der grundsätzlichen Aussage auch 100% zustimmen. Ich glaube, die Frage ist sehr, sehr gut formuliert. Allerdings würde ich eine kurze Vorbemerkung machen. Und zwar, natürlich setzen wir gerade auch schon das Pariser Abkommen um. Ne? Also es ist ja so, dass wir das Pariser Abkommen gibt uns vor, alle 5 Jahre einen Prozess zu einzuleiten, in dem wir neue sozusagen sogenannte Nationally Determined Contributions beschließen, NDCs. Wir hatten 15 DI-NDCs, die Intended Nationally Determined Contributions, beschlossen. Und jetzt 20, eigentlich hätten wir letztes Jahr die neue Runde einreichen müssen. Corona-bedingt ist ja die COP ausgefallen und wird jetzt im November in Glasgow nachgeholt. Und da reichen die unterschiedlichsten Länder auch ihre NDCs wieder ein. Und da geht es darum, die alle 5 Jahre sozusagen zu verschärfen oder gleich zu belassen. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt auch in Paris. Deswegen hebt auch unter anderem, deswegen hebt zum Beispiel die EU ihr Ziel auf 55% an. Oder ich bin mir sicher, dass sie das tun wird. Aber auch China oder die USA verkünden sozusagen, wann sie netto neutral sein wollen. Net neutral sein wollen. Und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen passiert, aber ich finde, die Frage ist trotzdem richtig. Weil sie einen ganz wichtigen Punkt aufgreift. Der Klimawandel ist sicherlich die größte Herausforderung oder eine der größten Herausforderungen. Kann man jetzt streiten. Was aber ist auf jeden Fall Top-Ranking, sagen wir mal. Es ist aber auch gleichzeitig meiner Meinung nach eine der größten Chancen, die wir haben. Weil wir stehen in einem Zeitpunkt, wo wir weltweit jetzt unheimlich riesige Veränderungsprozesse auf uns zurollen sehen. Nicht nur bedingt durch den Klimawandel, auch durch die Digitalisierung, die Urbanisierung, die Welt, das Wachstum der Weltbevölkerung und so weiter und so fort. Es gibt riesige Megatrends, die verändern die Welt sowieso. Und der Klimawandel zwingt uns jetzt dazu, aus meiner Sicht, und das ist eigentlich eine positive Sache, Dinge in den Blick zu nehmen, die wir vielleicht mit ein bisschen Pech sonst nicht in den Blick genommen. Ressourceneffizienz ist angesprochen worden. Nicht nur übrigens die Effizienz meiner Meinung nach von Energie. Ich glaube auch, Herr Fischer-Dick, das meinten Sie nicht, sondern Sie meinten ja allgemein die Effizienz. Wie gehen wir eigentlich mit den Dingen um, die wir zur Verfügung haben? Wie können wir also Wirtschaftswachstum generieren und das von zum Beispiel CO2-Ausstoß entkoppeln? Das ist ja die große Frage, die wir aufbringen müssen. Und das können wir durchdeklinieren für alle Ressourcen. Und ich glaube, diese Frage kann man auch auf Deutschland, und wenn wir konsequent den Klimaschutz machen, dann schaffen wir die Transformationsprozess, den wir durch die anderen Megatrends haben, den so auszugestalten, dass er nachhaltig wird. Und wenn wir das auf Deutschland runterbrechen, dann können wir mal fragen, was brauchen wir denn für Sachen, um Klimaschutz zu machen? Wir brauchen neue Anlagen, egal ob neue Motoren oder neue Industrieanlagen, neue Energieanlagen. Wir brauchen Chemieprodukte, die effizienter sind, die besser sind, die länger halten, die besser recycelbar sind. Und wir brauchen Energienetze. Jetzt können wir mal dagegen stellen, was können wir als Deutschland verdammt gut. Wir sind die besten Anlagenbauer der Welt nach wie vor. Wir sind fantastisch in der Chemieproduktion und in der Innovation, in neuen Ideen, wie wir Dinge herstellen und welche Bestandteile wir haben. Und auch wenn man darauf schimpft, wir sind ziemlich gut im Ausbau und in der Organisation von Energienetzen. Wenn wir das zusammenbringen, können wir in Deutschland genau das, was wir weltweit brauchen. Und das heißt für uns, es liegt ein riesiges Chancenpotenzial in einer vernünftigen und gut funktionierenden Klimapolitik. Vielen Dank. Ich würde das gerne, Frau Lange, wenn Sie gestatten, ja, einen Satz ergänzen. Also das Chancenpotenzial sehe ich auch. Ich sehe aber auch eine große, große Gefahr, das Potenzial zu verspielen, weil der Reinvestitionsbedarf, gerade im industriellen Sektor, der steht in diesem Jahrzehnt an. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich schnell sein. 50% aller Anlagen im Bereich Zement und Stahl müssen in diesem Jahrzehnt erneuert oder ersetzt werden. Und das muss natürlich mit den richtigen Anlagen passieren, mit den klimaverträglichen Anlagen, um auch Akzente zu setzen und nicht in sogenannte Lock-in-Situationen reinzulaufen. Wenn uns das gelingt, dann sind natürlich die großen technologischen Chancen da, diese Technologien dann auf den Weltmärkten, die ich sage mal gern, auch Paris-kompatibel sein müssen, auch sein werden, in der Zukunft zu vermarkten. Und da auch sehr viel Wertschöpfung und auch Beschäftigung zu sichern. Und den zweiten Punkt will ich auch gleich nochmal klarstellen. Ja, ich meinte nicht nur Energieeffizienz, sondern zum Beispiel eben auch Materialeffizienz, verbunden mit dem Einstieg in eine Circular Economy. Auch da sind wir, glaube ich,
haben wir eine große, sehr, sehr große Chance, da ein Stückchen weit Vorreiter zu sein. Heißt aber auch den Mut zu haben, Strukturen zu verändern, Prozesse zu verändern, Produkte anders herzustellen als bisher. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, vor der wir stehen. Und wenn wir die lösen, haben wir die gigantische Chance, damit auch Wertschöpfung und Beschäftigung zu generieren. Also auch ein paar positive Aussichten. Ich habe jetzt die große Herausforderung, dass wir nur noch wenige Minuten haben und hier sehr viele Fragen, zum Teil auch auf ganz spezielle Gebiete, die angesprochen wurden, ausgerichtet sind. Ich bitte Sie, die jetzt Ihre Fragen gestellt haben und darauf warten, dass sie beantwortet werden, dass wir das gar nicht mehr alles schaffen in 6 Minuten. Deswegen würde ich jetzt noch eine Frage rausnehmen und vielleicht eine abschließende Frage an Sie beide stellen. Sie hatten es eben schon angedeutet, dass natürlich auch jeder und jede Einzelne von uns, Sie hatten das gesagt, Herr Fischer-Wittig, everybody matters. Wie in der Pandemie, so im Klimaschutz und in der Bewältigung des Klimawandels. Was denken Sie, braucht es, damit dieses Everybody Matters bei uns allen ankommt? Also das Verhalten, das wir uns in der Corona-Pandemie aus Rücksicht auf andere und auf die allgemeine Situation für manche notgedrungen, aber doch angewöhnt haben, dass wir das auch für den Klimaschutz umsetzen können. Was gibt es da für Maßnahmen oder vielleicht auch eine andere Form von Kommunikation, Überzeugungsarbeit, die zu leisten ist? Ja, zunächst mal ist Information immer gut, darzustellen, was man tun kann. Und ich habe ja ein, zwei Beispiele schon genannt. Relativ schnell kann man im Bereich Ernährung selber anfangen. Mobilitätsverhalten. Zweiter Punkt. Ist ja Corona-bedingt auch passiert. Viele sind aufs Rad, aufs zu Fuß gehen umgestiegen. Aber das auch kontinuierlich so weiter zu machen. Man kann natürlich in der Frage, welchen Strom nutze ich, selber entscheiden. Nutze ich konventionellen Strom? Gehe ich auf Ökostrom? Man kann natürlich bei seinen Produkten heute in Richtung der Sharing Economy gehen, einfach Produkte mit seinen Nachbarn teilen oder mit seiner Nachbarschaft teilen. Auch das hat Effekte. Die Liste könnte man jetzt weiter fortsetzen, will ich aus Zeitgründen nicht tun. Also informieren ist wichtig. Und das Zweite, ich habe es gerade ja nur im Halbsatz erwähnt, ich glaube wirklich, für die Motivation, für auch das Mitnehmen, braucht es eben nochmal einen breiteren gesellschaftspolitischen Diskurs auf unterschiedlichen Ebenen, auf der Bundesebene, auf der Landesebene, aber auch in den Kommunen und zum Teil vielleicht auch weiter runtergebrochen in den Quartieren, um deutlich zu machen, was steht jetzt eigentlich an? Was muss tatsächlich getan werden? Warum ist der Handlungsdruck so groß? Was sind die Handlungsoptionen? Und dann aber auch transparent und ehrlich zu sagen, welche Auswirkungen mit den jeweiligen Optionen verbunden sind. Und das vermisse ich in der ganzen Diskussion. Und deswegen haben wir, glaube ich, zum Teil auch die großen Widerstände im Ausbau der Windenergie, im Ausbau von Stromtrassen, weil wir diese Diskussion, diese ehrliche Diskussion eigentlich nie geführt haben. Und dass eben eine Energieversorgung von morgen keine sein kann, wo man nichts tut, sondern mit jeder Art von Energieversorgung sind Auswirkungen verbunden. Das transparent zu machen, ehrlich zu diskutieren, den Leuten zu sagen, welcher Nutzen damit verbunden ist, das ist, glaube ich, auch etwas, was man nochmal aus der Corona-Pandemie als Dynamik mitnehmen kann. Und das brauchen wir unbedingt. Und da muss ich leider sagen, das haben wir die letzten 10 Jahre im breiten Umfang, das sage ich einfach mal, verpennt, wirklich zu tun. Und sonst wären wir da möglicherweise schon viel weiter und hätten den einen oder anderen Widerstand nicht, den wir heute haben. Mhm. Herr Köhler. Ja, also ich glaube, ich würde, weil Sie jetzt gerade den Corona-Punkt nochmal aufgegriffen haben, ich meine, die Corona-Pandemie hat uns einiges beigebracht. Übrigens auch, was eine Krise ist und was sozusagen eine Riesenherausforderung ist. Ja? Und wie wir mit Krisen umgehen, weil Krisen kurzfristige Events sind, in denen ich auch kurzfristige Lösungen vorbringen kann. Das hat uns Corona beigebracht. Es hat uns aber auch beigebracht, welche massiven Grundrechtseinschränkungen und Verzichte notwendig sind, um auf der Seite des Klimaschutzes, wir haben ja heute den Klimaschutzbericht zur Entwicklung in Deutschland gesehen, um wie wenig sozusagen davon zu erreichen. Das muss man ja auch so mitsehen, was wir weltweit getan haben, und wie wenig Reduktion im Emissionsbereich wir eigentlich dadurch nur geschafft haben. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal sehr, sehr deutlich, dass wir, und da hat Professor Fischer-Wittig eben, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht, dass wir darüber nachdenken müssen, was sind eigentlich Effekte, also positive Effekte, Nutzen, den wir mitnehmen können, und was ist es nicht? Und welche, das müssen wir politisch klären, da bin ich total dabei. Das müssen wir allerdings dann natürlich auch sozusagen in der Industrie, in der Wirtschaft, aber auch gesellschaftlich klären.
Und da bin ich bei einem Punkt bin ich mir tatsächlich, bin ja ganz begeistert, dass wir an vielen Punkten so ähnlicher Meinung sind. Nicht gleicher, aber zumindest ähnlicher Meinung, was die Ziele und die Vorstellungen im Instrumentenmix angeht. Aber bei einem Punkt würde ich doch ein größeres Fragezeichen setzen. Ich glaube, die Akzeptanz, auch die Akzeptanz des Zubaus zum Beispiel von Windkraftanlagen in Deutschland, hängt nicht nur daran, dass die Menschen zu wenig Wissen haben, verstanden haben, darüber, was passiert mit dem Klimawandel. Ich glaube, dass das St. Florians-Prinzip, das NIMBY-Problem, not in my backyard, you name it, ja, wie man das auch immer benennt, dass das tiefere und andere Wurzeln hat als die Frage sozusagen des Verständnisses. Ich glaube, es ist nicht ein reines Verständnisproblem, sondern ich glaube, dass Windkraftanlagen zur Identitätspolitik geworden sind. Das ist ein Problem. Und das müssen wir erstmal wegbekommen. Weil sich die Leute darüber definieren, bin ich für oder gegen Windkraft. Und das ist meiner Meinung nach, hätte das niemals in der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik passieren dürfen. Dass es dazu kommt, dass wir darüber definieren, wer wir sein wollen, da anhand der Frage, ob wir, und das ist jetzt so ein Identitätsbegriff, Dinge verspargeln. Weil dieses Verspargeln alleine, ich meine, das hat mehr kaputt gemacht in der Energiepolitik, als die Frage, ob die Union es nicht hingekriegt hat, ihr EEG-Reform zu machen oder nicht. Diese Identitätsproblem. Ich habe ein Signal bekommen, Herr Köhler, unsere Zeit ist leider ab, aber das ist fast eine neue Veranstaltung, wenn wir Sie dann wieder einladen dürfen, wie wir damit umgehen. Leider, leider, leider muss ich jetzt Tschüss sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Köhler, und bei Professor Fischedick, bei allen, die zugeschaut haben. Und bitte um Nachsicht, dass bei der Menge der Fragen und Ihrer Diskussionsbereitschaft leider nur ein kleiner Teil hier angekommen ist. Das hat uns auch sehr gefreut einerseits, dass so viele von Ihnen da sind, aber es führt auch dazu, dass wir gar nicht alles aufnehmen könnten. Vielleicht haben wir Gelegenheit, das bei anderer Stelle weiterzuführen. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen der Naumann-Stiftung, dass Sie heute Abend sich Zeit dafür genommen haben, und wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.